Hallo Leute, heute ein Elektrotechnik in 5 Minuten, eine Bube-Empfehlung. Ja, ist ein bisschen anderes Video wie sonst, aber viele von euch schreiben mich über Facebook, über YouTube oder sonst wie irgendwie an und fragen mich, hey, welches Buch hast du in deinem Studium gelesen, was hat dir weitergeholfen? Und da habe ich gedacht, ja, dieses Wissen will ich nicht nur einem geben, sondern euch allen. Und für Informatik im ersten Semester, also haben wir C. Und da habe ich das Buch verwendet, Programmieren von Anfang an, von Helmut Erlenkötter. Und dieses Buch hat mir sehr gut geholfen, C zu lernen. Und zwar ist es, wie der Titel schon sagt, von Anfang an. Und es ist wirklich, man braucht nichts vorher wissen, weil es wird alles genau beschrieben. Also es geht los mit einem ganz normalen Hello World Befehl, mit dem Printf Zeug, und dann geht es weiter mit Zahlen zu arbeiten, dann mit Fließkommazahlen, dann die ganzen Vorschleifen, Weilschleifen, Duschleifen, dann wie definiert man in C eine Funktion, dann wie gibt es die ganzen Felder, das ganze Array Zeug und alles, dann die Variablen und geht dann über den Pointer bis hin zu komplexe Datentypen und Programmiertechniken. Und was mir besonders an dem ganzen Buch gefallen hat, es ist nicht kompliziert geschrieben und es wird jede Abkürzung, was es da drin ist, wird immer ausgeschrieben und nach jedem Kapitel, also hier nach dem ersten Kapitel, kommen immer Übungen, wo ihr euch selber testen könnt, wie gut seid ihr, und natürlich gibt es zu diesen Übungen auch hinten im Anhang die entsprechenden Lösungen dazu. Da könnt ihr euch sofort testen, ja, habe ich das verstanden, habe ich es nicht verstanden. Und es sind auch immer so Programmierbeispiele, also sauber hingeschrieben. Genauso, da könnt ihr es 1:1, könnt ihr es abtippen. Ich glaube sogar irgendwo im Internet kann man die ganzen einzelnen Programmierbeispiele auch abrufen und die dann einfach nur kopieren. Dann kann man das abtippen, sogar noch sparen. Und so wie schon gesagt, hat mich gut geholfen, dieses Buch, und auch wenn in den höheren Semestern mal irgendwann wieder heißt, ja, C programmieren, wie ging denn das? Dann habe ich hier wieder als Nachschlagewerk dieses Buch genommen. Also, wer sagt, okay, ich muss C programmieren und will es effizient und in schnell kurzer Zeit machen, würde ich dieses Buch empfehlen. Den Link gibt es unten in der Beschreibung drin. Dann könnt ihr es gleich nachgucken, ob euch das gefällt. Könnt ihr das Inhaltsverzeichnis durchlesen. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag. Euer Elektrotechnik in 5 Minuten.